In dem vorliegenden Fall wollen wir 4 Implantate interforaminal setzen nach dem bekannten All-on-4-Konzept. Es werden eben 4 Implantatkörper des ICX-Systems verwendet und mit Multi-Unit-Abutments versehen, sodass direkt präkonfektioniert hergestellter Zahnersatz axial verschraubt wird. Wir haben es also nach dem Ledermann-Prinzip mit einer sekundären Verblockung zu tun. Eine ideale Voraussetzung, um wirklich sicher, präzise für den Patienten eine Sofortbelastungssituation herzustellen. So, wir haben es hier in der Magellan-Software mit dem 3D-Datensatz des Patienten zu tun. Es sind im virtuellen Unterkiefer 4 Implantate geplant. Man sieht so schlauchförmig die Darstellung des Nervus alveolaris inferior, der hier als mentalis, am Foramen mentale austritt. Hier dargestellt in pink. In der OPG-Ansicht sind die 4 Implantate nach dem bekannten All-on-4-Konzept geplant. Dadurch, dass wir navigiert vorgehen, sind jeweils die distalen Implantatkörper sehr nah an das vorhandene Nervgewebe gesetzt. Wenn wir hier den Implantatkörper in Regio 4-4 weiter Richtung Nervgewebe bewegen, wird der Implantatkörper hier mit einer Warnmeldung versehen, Implantat zu dicht an einem Nerv. Und er verfärbt sich rot. Das Ganze macht die Software automatisch, wenn hier ein Mindestabstand von 2 mm zu Nervgewebe eingestellt ist. Wir sehen hier oben in der Darstellung eben auch das Austrittsvolumen des Nervus mentalis. So, wenn wir jetzt das Implantat wieder in die geplante Position zurückführen, wird der Implantatkörper wieder grün dargestellt, da hierdurch gezeigt wird, dass ausreichende Abstände zu den Nachbarstrukturen bestehen. Unser All-on-4-Konzept mit einer definitiven Sofortbelastung beinhaltet, dass wir hier laborgefertigten Zahnersatz verwenden, der auf einem Stereolithografie-Modell der Firma Medentis ausgefertigt wurde. Es handelte sich hier um eine Befestigung mit Multi-Unit-Abutments. Und diese Multi-Unit-Abutments werden mit Hülsen bzw. einem Steg, der hier schon eingearbeitet ist, verschraubt, sodass wir hier eine sekundäre Verblockung haben, so wie es nach dem Ledermann-Prinzip vorgeschrieben ist bei Sofortbelastungen. Nur, dass wir hier im Vorfeld der Operation den Zahnersatz haben schon einmal komplett konfektioniert herstellen lassen. Und hier sind in den Kunststoffkiefer aufgrund der 3D-Daten und einer vorherigen Abdrucknahme am Patienten bereits Implantate eingebracht, so wie wir sie jetzt gleich navigiert durch die Schablone positionieren, um dann eben mittels Multi-Units-Abutment eine steggetragene All-on-4-Versorgung eingliedern zu können. Die Planung ist hiermit abgeschlossen. Alles Weitere geschieht durch die Umsetzung von Scan-Arbeiten. Und sobald uns das Modell erreicht hat, begeben wir uns zur Operation. So, im atrophierten Alveolarfortsatz im Unterkiefer wollen wir 4 Implantate inserieren mit einem perfekten All-on-4-Konzept. Wir haben hier im Vorfeld eine Prothese herstellen lassen. Diese Prothese enthält schon ein Gerüst, das im Anschluss an die Operation mit sogenannten Multi-Unit-Abutments verschraubt werden kann und bereits eine Stehkonstruktion enthält. So, das ist unser Guide, mit dem die Implantate positioniert werden. Das Guide hat 3 Befestigungspins. Das ist auch der erste Schritt, den wir hier durchführen müssen. So, wie man gut erkennen kann, ist das Guide dadurch sicher befestigt. So, der nächste Schritt im Behandlungskonzept ist die sogenannte Gingiva-Stanze, wird hiermit durchgeführt. Als nächsten Schritt werden wir die ausgestanzte Gingiva entfernen und den Kieferknochen vorkörnen.
Es empfiehlt sich hier bei dem geistgestützten Vorgehen häufiger auch die Bohrkanäle nochmal zu spülen im Anschluss an jeden Arbeitsschritt. Damit hier keine liegen gebliebenen Knochenspäne den späteren Arbeitskanal versperren. So, wir haben jetzt unterschiedliche Safety Guide Bohrer. Das hier ist für die Kieferknochenkonsistenz D1 gedacht und das hier ist für die Kieferknochenkonsistenz D4 gedacht. Wir haben es im Unterkiefer eher mit einem festen Knochen zu tun und entscheiden uns deshalb für den etwas breitwandigeren Bohrer. Das Safety Guide System sieht hier einen Bohrerstopp vor, der gewährleistet, dass eine exakte Tiefenbestimmung der Bohrung möglich ist. Das heißt, es kann nicht tiefer gebohrt werden, weil dieser Stopp das weitere Eindringen nicht erlaubt. So, wie man gut erkennen kann, ist aufgrund dieser Halterung bzw. 3-Pin-Fixierung keine Bewegung des Guides möglich. Man hat ein beidhändig freies Arbeiten. Als letzten Arbeitsschritt empfehle ich Ihnen hier nochmal das Aufspülen der Bohrkanäle. So, das Einbringen der Implantate erfolgt eben über eine Einbringhilfe, die hier einen sogenannten Bohrstopp aufweist. Das heißt, wir haben eine exakte Höhenpositionierung der Implantatkörper. Des Weiteren ganz wichtig, hier schwer darzustellen. Ich zeige das mal mit einer Knopfsonde. Haben wir hier das Innensechskant oder Innenrotationssystem des Implantates dargestellt. So, sodass wir exakt die Fläche des Innensechskant im Lot zum Kieferkamm positionieren. So ist die Implantatpositionierung aufgrund der Planung vorgesehen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiges Tool bei dem Safety Guide System, um dafür zu sorgen, dass die Implantate in der richtigen Rotationsstellung eingebracht werden können und in der richtigen Tiefe. So, jetzt sind die Implantate eingebracht. Jetzt können wir die Befestigungspins leicht entfernen. Wir sehen hier, dass wir es mit einem sehr atraumatischen, gewebeschonenden Vorgehen zu tun haben. Die Implantate sind alle sicher im Kieferknochen inseriert. Wir halten jetzt hier nochmal das Modell dazu. Jetzt werden die Multi-Unit-Abutments eingebracht zur direkten, sofort belastenden Befestigung des Zahnersatzes. Das Einbringen der Multi-Unit-Abutments erfolgte jetzt in dem Stil, wie es eben im Modell aufgrund der Planungssituation vorgegeben war. Das ist die definitive Sofortversorgung auf Multi-Unit-Abutments mit einem festen Steg. Das Ganze ist in der Mundhöhle sicher verschraubt. Wir gucken uns das Ganze nochmal in der Spiegelperspektive an. Hier sehen wir die Verschraubungen des Zahnersatzes. Der ist axial verschraubt, die Multi-Unit-Abutments und Sekundärpfeile ergeben eine sekundäre Verblockung und dadurch die Möglichkeit zur Sofortbelastung. So, die sofort zu belastende Versorgung wird okklusal überprüft mit dem sogenannten T-Scan-Gerät. Das ist eine Sensorfolie, die als Drucksensor dient. Da weiß der Patient,
Jetzt einmal drauf, einmal zubeißen, nach vorne schieben. Gut, danke. Und wieder auf. So, hier ist der schon vorhandene Oberkieferzahnersatz integriert. Das ist eine teleskopierende Teilprothese. Bitte mal öffnen. So, und einmal zubeißen. Auf und zu machen bitte. Auf und zu.